Keine Verschnitzelungsarbeit möglich. Was ist denn hier? Ach, Himmel, Herrgott, jetzt war ich hier unkonzentriert. Was bist denn du für ein hässliches Vieh? Ja, oh, der ist schon betäubt. Ein Alypertus. Okay, klingt ein bisschen nach Harry Potter, die Sache. Harry Potter. Hier ist Spiegel, damit komme ich schon mal schnell nach oben. Hier gibt es nochmal so eine Fieber-Sache. Hier unten dampft so ein Ding, das kann ich halt nicht mitnehmen, weil... Oh, da ist was Großes. Ich denke, das ist bestimmt was, was nicht so freundlich zu mir sein wird. Bei meinem Glück. Ah, guck mal, jetzt ist hier unten der Quatsch. Naja, es war ja klar, dass du nicht so freundlich bist. So, wir müssen noch eine Vorrichtung aktivieren, damit sich die Tür öffnet. Ich sollte nach einer Höhle suchen, in der dritte Schalter sein könnte. Jo, Dave, da hast du recht. Aber erstmal fliehen wir vor dem Vieh hier. Das ging verhältnismäßig schnell. Ich schlachte das mal selbst. Weil ich glaube, das ist besser für meine Ranking-Dinger da. Da kriege ich dann andere. Oh, warte, da war doch Munition, ne? Nur für den Fall der Fälle, dass hier wieder irgendwas komplett eskaliert. Und dann suchen wir die Höhle Nummer 25.000. Da war auch Munition, okay. Da ist noch ein Spiegel. Oh, was bist denn du für ein Bretterkopf? Oh oh. Den juckt man angeschießen nicht. Was mache ich denn mit dir? Außer, dass ich vor dir wegschwimme. Ah, von unten. Okay. Gut, den holen wir so ab. Wird der aktiv? War der kurz vorm Aufwachen? Mal gucken, was das für ein hässliches Vieh ist. Ein dunkel... Dunkel. Es hat was mit dunkel zu tun. Damit müssen wir uns jetzt zufrieden geben. Hier dampft wieder so eine grüne Quelle. Hier ist wieder so ein Karpfen. Also eigentlich ist das mehr der Harry Potter Fisch. Oh, warte mal, da unten, da könnte... Aber es geht vielleicht auch einfach hier rechts weiter. So, mehr Harry Potter Fische. Das ist jetzt der neue Trend. Was gibt's hier? Das hatte ich, glaube ich, schon mal. Da gibt's auf jeden Fall Luft, das ist schon mal sehr gut. Bomben. Ah, warte, wir nehmen die mal... Sicherheitshalber nehme ich die mal mit, wer weiß. Am Ende brauche ich den Quatsch. Hab vergessen. Nimm das Seepferdchen mit. Hier wird der Eingang sein. Ah, er ist auch schon da. Toll. Zu warm. Was machst du denn hier? Naja, ich bin den ganzen Weg hierher gekommen, da die Hitze unter dem Gletscherbereich zurückgegangen ist. Ich kann Menschen wie dir nicht voll vertrauen. Daher bin ich der Held des Seevolks, der den Riesengardon besiegt hat, hierher gekommen, um das Ding persönlich zu aktivieren. Aber ich brauche deine Hilfe, denn da drin ist jetzt ein ziemliches Durcheinander. Oh ja? Wie durcheinander? Das wirst du schon selbst sehen. Ach, das ist so ein Pisser, ey. Ich kann den nicht ab, den Typ. Der stinkt so nach Magie. Ich nehme erstmal die Schaufel mit. Und dann laser ich hier noch so ein paar Viecher an. Und dann tauchen wir mal hier runter. Wer weiß, was es hier unten gibt, außer den Topf zu essen. Das ist aber Katzenfutter, da habe ich gar nicht was. Und das ist noch nicht mal das Premium. Also wirklich. Das mit der ganzen Kacke hier lässt auch hart nach. Bin ich ganz ehrlich. Nicht mal mehr Premium-Katzenfutter ist drin. So, dann hier rechts rein. Bist du bereit reinzugehen, Mensch? Ja, natürlich. Was glaubst du denn? Junge, ich bin bereit geboren. Ah, du Vater, was ist da denn los? Alles klar. Hier oben ist kein Wasser.
Die Wurzeln des göttlichen Baums sind in der Nähe. Sie saugen die Wärme aus dem Boden. Da der Baum mutiert ist, scheint er alles aufgesogen zu haben. Der Boden um ihn herum ist völlig ausgetrocknet. Ich muss den inneren Wasserweg öffnen, um das Wasser wieder aufzufüllen. Aber ich kann die Vorrichtung dort oben nicht erreichen, da sie nicht im Wasser ist. Mensch, geh hoch und aktiviere die Vorrichtung auf mein Signal. Du willst, dass ich da hochgehe? Natürlich, du kannst da nicht hochgehen. Alles klar, warte einen Moment. Ah, Dave, du bist schon ein echtes Genie. Mal gucken, wer da rauskommt, die dicke Wurst. Ah, geht. Oh, Dave setzt eine Taucherbrille ab. Boah, er kugelt sich noch einen Arm aus. Hier kannst du zwischen Dave und Suva wechseln. Wähle den Charakter, der zur Situation passt, um den Weg frei zu machen. Okay. Wir tauschen mal. So. Und jetzt? Ah. Ich muss ja bestimmt noch weiterlaufen. Kommt bestimmt noch irgendwas, was ich aufmachen muss. Ja, und jetzt müssen wir bestimmt da hoch. Ah, okay. Alter, sieht das geil aus. Das muss ich leider mal bildlich festhalten. Ich habe einen Checkpoint erreicht. Das ist schon mal gut, weil das könnte auch bedeuten, dass ich gleich sterbe. Moment. So, Dave klettert weiter. Jetzt müssen wir hier irgendwas machen. So, jetzt habe ich dem den Weg nach da freigemacht. Dave kann aber auch schon mal bis hier hinten auslaufen, eigentlich. Au. So. Dann öffnen wir ihm jetzt hier. Haben wir die Tür geöffnet. So, jetzt muss er hier dran und öffnen. Wahrscheinlich muss ich jetzt schon wieder wechseln, damit ich mit Dave weiterlaufen kann. So. Ach du Scheiße. Dave in der Hocke sieht irgendwie witzig aus. So, dann betätigen wir jetzt den Apparillo. Der dreht dann das. Und dann können wir auf Suvam wechseln. Der kann wieder das drehen, damit er da durchkommt. So, jetzt schwimmen wir Vollgas nach hier hinten. Checkpoint. Checkpoint für Suvam. So, zeige ich ihm mal. Suvam muss hier hoch. Das ist ein langer Weg. Hat Suvam aber geschafft. Und dann muss Suvam hier durch. Und dann muss Suvam wieder den Schalter umlegen. Dann geht das auf, damit Dave da durch kann. Das heißt, Suvam muss den wieder festhalten. So, jetzt haben wir die Frucht des göttlichen Baums am Schlüssel. Der kann sich Dave nicht ducken. Dann lassen wir sie da reinfallen. So. Dann schwimmen wir mal hier hinten durch. Dann hebt der Dings die auf.
Dann schmeißen wir die da rein. So. Und jetzt wird die Sache da schon problematisch. Jetzt geht die Wand zu. Aber jetzt kommt Dave nicht mehr hier raus. Okay, ich habe da eine Idee. Moment. Dave muss sich bestimmt hier draufstellen. Sova muss schieben. Dave wird hochgefahren. Wir wechseln auf Dave. Klettern hier hoch. Ducken uns. Und treten da drauf. Dann dürfte die Wand hochfahren. Und das da dürfte geschmolzen werden. So, und jetzt? Warte, jetzt ist das ja wieder zugegangen. Vielleicht ist das falsch. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich wechsle jetzt mal auf den... Ach, du sollst doch nicht wieder festhalten. Erstmal los. So, Herr Suwam, jetzt weiter. Ich denke, das mit dem Weiter wird wohl richtig sein. Jetzt ziehen wir das nach unten. Das schließt nämlich dann das Loch. Jetzt kann Dave über das Loch laufen. Hat einen Checkpoint erreicht. Kommt aber hier nicht runter. Ah, das muss bestimmt irgendwie in der Reihenfolge. Oh, hier gibt es einen Hebel. Da bist du ja. Ja, zieh den Hebel. Okay. Da unten ist noch ein anderer Hebel. Den zieh ich selbst. Gib mir ein Signal, wenn du bereit bist, Mensch. Bin gespannt, was jetzt passiert. Da geht erstmal ein Loch in der Seite auf. Da fließt Wasser rein. Das macht unten den Kanal frei. So. Oh, da oben hat das Wasser begonnen zu fließen. Gut, das sieht wie eine wichtige Vorrichtung aus, die den Ort hier mit Wasser erfüllt. Du hast daran gezogen, ohne zu wissen, was er tut? Ich vertraue meinem Bauchgefühl, weißt du? Es füllt sich mit Wasser. Ich sollte meinen Anzug bereit machen. Da drinnen scheint es einen Weg zu geben. Rein geht's. Macht Dave jetzt einen Körper? Ach, schade. Das muss ich dann im Schnitt screenshotten. Das sieht zu scharf aus. Wenn Dave sich wie ein normaler Mensch bewegt. Zum Glück war dieser Weg mit Wasser gefüllt. Dieser Ort ist voll mit Zweigen des göttlichen Baums. Wird der Baum durch etwas stimuliert? Dieses Wachstum ist nicht normal. Ich muss den Kontrollraum betreten, um zu sehen, was das ist. Gehen wir zum inneren Schalter, Mensch. Folge mir. Von diesem Punkt an kannst du sowohl Dave als auch Suwam gleichzeitig kontrollieren. Suwam hat die Fähigkeit, den Durchgang der Röhrenwürmer freizumachen und mittels Sprinten durch Meeresströmungen zu dringen. Hilf Dave, das Ziel sicher zu erreichen. Rechtes Shift. Okay. Ah, den mache ich mit den Pfeiltasten. Okay. Bam. Suwam hat erstmal voll einen auf den Kopf gekriegt. Das ist verhältnismäßig ungewöhnlich. Bin ich mal ganz ehrlich. Das ist ganz schön abgefahren. Die Geheimnis ist in dem Fall zeitgleich.
Junge, das ist ganz schön cool. Ganz schön cool, aber auch ein bisschen ungewohnt. Einfach alle vier zeitgleich eindrücken. Oh! Ah, okay. Moment, ich muss erst mal mit Suwam hier rum. Du passt dich meinem Unterwasserrhythmus an. Menschen sind doch nicht so hoffnungslos, wie sie scheinen. In Ordnung, nehmen wir die Tür da vorne und legen den Schalter um. Ich glaube nicht, dass es so leicht wird, aber gut. Da zweifle ich ernsthaft dran. Och du Scheiße. Ja klar, natürlich hat er eine Säge im Maul. Arg, was ist das für eine Kreatur? Schau dir deine Schnauze an, wie gruselig. Ich habe ihn schon einmal im Kodex der vorzeitlichen Kreaturen gesehen. Er heißt Helicoprion, wenn ich mich recht erinnere. Aber er starb vor 2 Millionen Jahren aus. Vielleicht war er im Eis eingeschlossen, ist nun freigekommen, da das Eis in dieser Region schmilzt. Was machen wir mit dem? Ja, also ich fürchte, wir müssen den irgendwie grillen. Ach du Kacke.
Ich hab keine Lust. Ups, wir wurden gesichtet. Was sollen wir machen, Suwam? Suwam? Su? Ach, Feigling. Dave? Mensch, dieser Ort scheint strategisch wichtig zu sein. Da es sich um ein vorzeitliches Tiefseewesen handelt, kann es kein helles Licht ertragen. Ich werde hier eine Frucht des göttlichen Baums schlagen, um ihn zu blenden, und du lockst die Kreatur an. Das hört sich nach einer vernünftigen Taktik an, aber es wirkt aber, als würdest du dich einfach nur verstecken. Wie auch immer, die Zähne sehen extrem gefährlich aus. Ich sollte mich entweder verstecken oder, wie Suwam sagt, die Frucht des göttlichen Baums benutzen. Ich überprüfe das mal. Warum komme ich da nicht hin? Hilfe, er wird mich fressen. Ach du Scheiße. Okay, er kommt dahin. Das ist irgendwie sehr schlecht. Sehr schlecht. Ah, Dave erstickt. Das ist ein Problem von Dave. Dave hat zumindest die erste Runde überstanden. Allerdings war ja klar, dass es nicht nur eine Runde gibt.